So, du möchtest PHP verwenden mit NetBeans, dann lade dir Zapier unter dieser Adresse runter. Gibt es für Mac, Linux und für Windows. So, dann laden wir das runter und dann installieren wir das. Diese Meldung hier können wir ignorieren. Dann weiter ist alles dabei. Perl, MySQL. Können wir alles drin lassen. Dann am besten direkt am Root von Windows. Deutsch. Dann installieren wir das. Starten das und somit Apache wäre jetzt für PHP, dass das dann läuft und MySQL wäre dann unsere Datenbank, wo wir dann unsere Sachen speichern können. Wenn wir Apache starten, würde das jetzt im Moment reichen, aber ich starte jetzt einfach MySQL auch mal, weil für Hello World brauchen wir kein MySQL, PHP, MyAdmin, aber kann man direkt auch von hier aufrufen. Das wäre jetzt der htdocs-Ordner, da gehen wir jetzt gleich auch rein. So, unter Zemp haben wir einen htdocs-Ordner und hier ist das, was uns eben angezeigt wurde im Browser. Wenn ich jetzt hier localhost eingebe, dann landen wir auch direkt da, weil er uns ins Dashboard, in den Ordner Dashboard weiterleitet in der Index. Wenn wir hier drauf klicken, dann gehen wir Dashboard und rufen die PHP-Datei auf und sehen die Infos. So, diese Sachen können wir aber alle löschen. Die brauchen wir alle hier drinnen nicht. Das ist nur eine Einleitung, halt Information. So, dann haben wir einen cleanen Ordner und können hier unsere ganzen Projekte erstellen. Dann erstellt man halt drinne mehrere Ordner, je nachdem man das macht. Kommt drauf an auch, was für Projekte und sowas. Dementsprechend macht man dann eine Ordnerstruktur, aber hier gerade ist das eigentlich egal. So, wir erstellen dann. Wichtig ist, hier sehen wir, ich bin schon in dem htdocs-Ordner und da erstelle ich jetzt dieses Projekt, also das wird auch ein Ordner da drinne. So, wir könnten die Dateien hier separat speichern. Was für das Projekt benötigt wird, kann man auch machen, aber brauche ich jetzt auch nicht. So, dann wir haben einen lokalen Webserver, das ist Zamp. Hier ist die URL, unter der wir das dann aufrufen. So, hier könnten wir noch Frameworks direkt einbinden. So, und wenn wir das Projekt erstellt haben, dann machen wir hier gleich ein Echo, Hello World. So, und jetzt können wir hier einen Browser auswählen. Das ist eigentlich egal, also wir können jeden Browser nehmen, den wir installiert haben. Können wir hier dann auswählen, zum Beispiel Chrome und dann auf Play-Button, du siehst dann Hello World, Localhost und ich bin in dem Ordner und in der Index.php, die wir erstellt haben. So einfach kann man PHP zum Laufen bringen. So, und jetzt kannst du alles hier drinnen machen mit PHP. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, like das Video, abonniere den Channel und bis zum nächsten Mal.